Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich muss Sie nur noch mal ganz kurz bemühen in dieser Sache, weil, Herr Kollege Behrendt, ich das so nicht stehen lassen kann, was Sie als Anlass oder Motiv für die Gesetzesinitiative hier vorgetragen haben. Das ist eine komplette Legende. Ich weiß gar nicht, wie Sie darauf kommen. Was Herr Blesing da gesagt hat und was in seinem Bezirksamt los war, das war eine Angelegenheit des Bezirksamts. Das hat uns nicht motiviert, diese Gesetzesinitiative zu starten, sondern es war über einen längeren Zeitraum eine Interpretationsschwierigkeit, eine unterschiedliche Auslegung darüber, was bei einer freien Unterschrift auf der Straße alles zu leisten ist und was nicht zu leisten ist. Da haben wir gesagt, selbstverständlich muss das Geburtsdatum dabei sein, alles andere kann interpretiert sein. Da hat die Landesabstimmungsleiterin gesagt, nein, auch das kann fehlerhaft sein, wir interpretieren es hinzu. Es war eine Unklarheit darüber, in Berlin, in verschiedenen Bezirken darüber, was jemand leisten muss, damit eine Unterschrift gültig ist. Und das war der Anlass, warum wir dieses Gesetz angefasst haben, um Klarheit herzustellen, damit für alle im Sinne einer funktionierenden freien Straßensammlung klar ist, wann ist meine Unterschrift gültig. Und alle haben jetzt zugegeben und eingeräumt, dass wir hier an dem Punkt nicht verschärfen. Das war der Ursprung der Gesetzesinitiative. Zweite Anmerkung, uns war im Prozess ganz wichtig, festzustellen, dass der Senat gerade nicht alle möglichen Mittel bereitstellen darf für eine überbordende Kampagne. Das ist ausgeschlossen. Aus verschiedenen Rechtsgründen. Wir haben es im Gesetz festgehalten, dass das angemessen sein muss. Das bedeutet natürlich angemessen in Bezug auf die Initiative, nicht irgendeine andere fiktive Größe. Es muss sich irgendwo an dem orientieren, was die Initiative investiert und finanziert. Der Senat kann nicht unverhältnismäßig darüber hinausgehen. Das ist gemeint mit angemessen. Außerdem gilt Haushaltsrecht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Zimmermann. Herr Dr. Behrendt, Sie möchten replizieren. Bitte. Werter Kollege Zimmermann, Sie sind doch Jurist. Warum schreiben Sie denn nicht ins Gesetz rein, was Sie wollen? Warum schreiben Sie nicht rein, dass Sie den Einsatz des Geldes des Senates beschränken wollen auf den Einsatz der Initiative, so wie Sie das eben ausgedrückt haben? Da steht nämlich genau nicht drin. Es hätte doch nahegelegen, und das haben wir auch eingefordert im Ausschuss, dass man das darauf beschränkt. Der Umstand, dass Sie das nicht ins Gesetz geschrieben haben, sondern ausschließlich heute hier mündlich vortragen, es steht ja nicht einmal in der Gesetzesbegründung drin, worauf sich das angemessen bezieht, lässt uns mutmaßen, dass Sie anderes im Schilde führen und dass Sie dem Senat hier einen Freibrief mit diesem Gesetz geben, eben doch in viel größerem Umfang, als die Initiative das kann, Gelder einzusetzen im Meinungskampf. Es wäre sehr wünschenswert, wenn man hier die Augenhöhe erreicht. Und wir stimmen heute gegen dieses Gesetz, weil genau dieses nicht in diesem Gesetz drinsteht. Von daher hören Sie auf mit der Augenwischerei und gucken Sie mal, was Sie in Ihrem Gesetzesentwurf genau hineingeschrieben haben. Dankeschön.